Oh, hier geht's noch weiter. Und noch weiter. Oh mein Gott. Oh, hier ist zu. Gut, dann vielleicht zum... Zum Crockery Man. Grocery Man. Crockery Man. Grocery Man. Crockery Man. Grocery Man. Hä? Oh. Crockery Man. Grocery Man. Oh. Sterbt okay. Alle. Bei mir lädt der Chunk immer nicht so schnell. Wupp, 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 bidu, bidu. Ah, Kinder, Kinder. Schweinekinder. Schweinekinder? Zombiekinder meinst du? Naja, Schweine-Zombiekinder halt, das ist egal. Oh, ich mag die Gesichter von den Zombies. Du magst sie alle, die würdest du am liebsten küssen, wa? Mit Zunge. Na, das nicht, aber... Mmh, oh, die sind halt so wasted. Schön. Oh, ich steh mittendrin! ich meine, nein, Basti, nein! Ich sterbe, ich bin tot. Du bist tot, ja. Na, kommt her, ihr Bitches! Wollt ihr ficken? Hä, wollt ihr ficken? Boah, nee, das muss voll ekelhaft sein. So ein Zombie. Ja, ist kalt halt, ne? Ja. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie Flüssigkeiten produziert, die es irgendwie leicht machen. Na, der ist ja quasi schon komplett matschig, insofern. Ja. Aber es gibt sicherlich auch Zombies, die einfach mal ausgetrocknet sind. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die dann noch fähig sind, sich zu bewegen. Wenn die ausgetrocknet sind? Ja. Weil wenn was trocken ist, dann wird es ja früher oder später wird's brüchig und wird zu Staub. Ist eigentlich eine interessante Sache. Wenn Zombies, okay, wenn die beißen ja ab und zu einfach nur, weil sie Bock haben zu beißen. Und nicht, weil sie irgendwie irgendwas aufnehmen möchten oder sowas. Die nehmen ja, sag mal, wenn... Ja, die nehmen ja nie irgendwas auf. Insofern müssten die eigentlich nach einer Weile tatsächlich austrocknen. Das ist die Heilung. Also nicht die Heilung, aber... Das ist das Mittel gegen... Zombies. Einfach warten. Zombie. Warten, einfach, dass einfach die warten, Zombies dass sie, austrocknen. Dass sie vertrocknen. Das ist natürlich cool, wenn die ausgetrocknete Alte, mit der man letzten Sommer zusammen war, auch ein Zombie geworden ist. Dann ist sie schon mal dafür sehr, sehr gut geeignet zu sterben. Entschuldigung. Aber die guckt eh keine Videos. So. Das Einzige, was sie guckt, ist in die Röhre. Ha! Ich raste aus, bin nicht lustig. Geht so. Scheiß Zombie. Ich bin gleich tot. Oh, meine das war's schon. Sehr gut. So, get dann out esse ich of mal. The grocery store. Nein, Mann. Ich will an die Truhen. Ich will an deine Truhen, Baby. Die sind leer, verdammt. Ach, das rastet. Das gibt's doch nicht. Aber ich hab ganz das viel. Das raste ich aus. Okay, aber es gibt hier. Oh, Mission 4. Und Chainsaw! Okay, ich nehme das Enhanced Sniper Rifle gedönt. Du kannst das Chainsaw haben. Oh. Was ist das? Bone? Dann nehme ich da die Knochen. Oh, keine Ahnung, die kann man halt tauschen, ne? Ich schau gerade mal. Oh ja, hier. Gib mir mal Steaks. Auf jeden Fall. Alter, ich habe ja so viel verrottetes Fleisch. Das ist ja krass. Ja, also sterben an Hunger werde ich nicht mehr. Habe ich so das Gefühl. Knochen gegen gebratenes Hühnchen. What the fuck? Basti, hast du Gascans mit Haltbarkeit oder so? Oder ohne? Weil ich würde mir auch gerne einen Chainsword holen. Ich habe Gascan Unbreaking X. Ich habe nur eine. Ja, genau. Ah, oh, shit. Ich habe nämlich zwei Gascans ohne was und dann zwei mit Haltbarkeit X. Und die kann ich natürlich nicht stacken. Und die bringen mir halt auch nichts. Na gut, schade. Sehr. Mist, scheiße. Okay, aber wir müssen Bibi noch wegbringen. Zu irgendwem. Ich weiß nicht, ja, nee, ich glaube, das ist einfach nur, wir können es ja nicht machen, weil wir nicht wissen, wie er heißt. Oh, hätten wir dort lang gehen müssen? Vorhin? Wo lang? Hier, dort. Da ging es, glaube ich, noch. Oder? Nee, da war ja die Schlucht, richtig. Nee, alles gut. Ja, zu irgendeinem mit G. Weiß nicht. Aber es sind erstaunlich wenig Zombies jetzt hier, ja, ne? Es ist, mich... Oh, hier geht's hoch. Ich bin auch recht. Nee, schade. Denkste. Hat er sich mal in meiner Mauer gerieben, wa? Der perverse Sack.
Na, wir haben die ganze Zeit über Austrocknung gesprochen, das hat mich ein bisschen aufgegeilt. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das durchaus. Machete. Ich nehme die Knochen. Ich nehme die Enhanced Sniper Rifle. Ja, die habe ich schon jetzt. Hier. Nee, ich. Doch. Haltbarkeit 2, Haltbarkeit X, Stärke 2 und natürlich mehr Power! Hast du das früher geguckt? Hör mal, wer da hämmert? Selten. Ich fand's immer nicht so lustig. Ich muss aber sagen, ich finde, das sieht extrem geil aus hier. You guys will have to work as a team to start this one. Activate the starter. What? Fick dich doch. Hier, Team am Arsch. Basti, ich mach meinen eigenen Scheiß. Mach doch. Nee, aber jetzt, okay, wir müssen hier... Was steht hier? Starter A ist hier. Okay, gehst du rechts rum, ich geh links rum. Dann, wenn wir hier fertig sind. Mit der Zombie-Welle. Ja, es gibt ein paar Knöpfe. Und du startest hier, ich starte hier und dann treffen wir uns auf der anderen Seite. Okay. Go. Rechts rum oder links rum? Was machst du da, Alter? Was denn? Ich hab gesagt, du gehst rechts rum, ich geh links rum. Ja, aber wir müssen doch beide in die gleiche Richtung gehen. Ja, wieso? Na, wir müssen doch beide... Achso, wir müssen das Gegenüberliegende machen, ne? Wobei, ist hier irgendwo auch Starter B? Wir haben ja nur Starter A, dann wird es hier irgendwo auch Starter B sein. Ich gehe einfach davon aus... Lass mal aus. Die Gegenüberliegenden machen. Na, ich glaube, dass es hier noch Starter B gibt und dann muss der eine bei Starter B die ganze Zeit rumfummeln und der andere bei Starter A. Verstehst du? Ja, hier, activate Starter B now. Starter A ist durch, alles gut. Ach so. Das wir müssen tatsächlich... Ich. Ja, es sind ja halt nur zwei Pistons, ne? Okay, Starter B... Oh. Was? Boah, warum bist du denn da? Warum denn nicht? Da ist doch nicht Starter B, das ist der Generator. Ja und? Da hinten ist ja aber der Starter B. Ich glaube, das ist Starter C. Boah! Geh wieder weg hier! Boah, dieses Chainsaw ist krass, das ballert schon ordentlich rein. Hier ist Starter B, ich nehme den anderen. Watch out! Watch out! Watch out! Ja. Du sollst outwatchen! Ich watche doch out. Ach komm, hör doch auf. Töte gleichzeitig. Ja, komm her, ihr Schweine. Sind alle tot. Activate both. Starter A and B at the same time. Ich geh mal zu A. Okay. Hüp. Hüp. Und hüp. Sag Bescheid. Ja. 3... 2, 1, go! Watch out! Watch out! Nein, wir sind getrennt, Basti, ich dachte Teamwork! Du hast naja, mich man kann auch getrennt sein und trotzdem zusammenarbeiten. Oh, da gibt es eine Höhle oder sowas. Start B now. Was zur Hölle? Watch out! Ja, okay, ich konnte B alleine starten natürlich. Boah, wow, was ist denn hier los? Sind bei dir auch so viele Monster? Neben mir ist gerade gar nichts. Ja, ich glaube. Boah, hier sind so viele Militaries. Oh, fuck. Start A now. Yo. Vorsicht, da kommen echt viele Militaries und so ein Shit. Watch out! Boah, unglaublich. Unglaublich. Wop, 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 aber mir ging's gut. Mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Mir geht's gut. Ein bisschen kiten hier, die Jungs. A und B gemeinsam. Sag mir ja, schnell, wenn du fertig bist. Ja, nee, geht noch nicht. Ich guck mal hier gerade rum. So, jetzt könnte ich, wenn du möchtest. Ja, Moment. Ich zähl runter, okay? Ja. Okay, 3, 2, 1. Watch out! I'm watching all the time. Oh, shit, sind das viele. Oh. Die mit den beschissenen... Ich frage mich ja, wer dahinter steckt. Wer hat den Waffen gegeben und so, ne? Das wird spannend. Der Präsident der Vereinigten Staaten, ist doch klar. Ich meine, die sollten ja gegen die Zombies kämpfen. Und dann sind sie halt selbst zu Zombies geworden. Das ist doch immer die gleiche Story. Generator powered up, let's move. Move, bitch. Okay, also ab zum Generator. Und dann den aktivieren. Präferieren? Oh ja, Baby, präferier mich. Nee, halt, Moment. Nee, scheint... Gibt's nichts. Er scheint schon... Nee, der muss aber noch irgendwie...
Hier, über die Brücke nehme ich an. Oder guck dort drüben ist der Eingang, den ich gesehen habe, diese Höhle. Stopp. Ja, ja, ja. Ich will auch so eine Super Chainsaw Massacre Gedöns. Jetzt! Wo ist denn... Was denn? Mal gucken. Dürfen wir jetzt hier schon durch? Hüpp! Hüpp! Wow. Oh, wie du sie umnatzt, das ist ja krass. Da sind die anderen Mistkerle. Ach, das ist die Kanalisation, oder was? Kanalisa? Mission 5. Haben wir jetzt das Ding schon aktiviert, weil das leuchtet noch. Die anderen haben aufgehört zu leuchten, oder? Ernsthaft? Bei... Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe auf jeden Fall nirgendwo ein anderes mehr. Ich weiß es nicht. Ja gut, aber wir wurden jetzt auch zahlreich teleportiert. Aber da gab's ja nichts, ne? Insofern. Da gab's nichts, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Lass uns das Beste hoffen. Ich hoffe das Beste. Du auch? Ja, außerdem, wenn jetzt hier offen ist, dann wird das so sein. Hoffst du auch das Beste? Ja, ich hoffe immer auf das Beste. Okay, ich hoffe auch auf das Beste. So, was steht denn hier? The fastest way to reach the industrial sector is by metro. You should be able to get there by the sewers. Find the industrial sector. Fix the generator. Find a way to... The nuclear plant. Power plant. Power. Zur nuklearen Pflanze. Scheiße, ich bin voll in die Kacke gefallen. Oh, EA, jetzt... Boah! Oh. Was? Oh. Ich glaube, da können wir nicht mehr lang. Oh, okay. Ih, kleine Giftmüll-Zombies! Oh, die sind ja voll stark. Sind das ja. Pikmin? Ich weiß, ja, sieht irgendwie, kommt irgendwie. Alter. Ich hasse Pikmin, ey. Konnte man da runter? Nee. Alter, sind die schnell. Oh, die sind so schnell. Oh, ich hab was kaputt gemacht. Ich. Gib mir mal einen Trank der Heilung. Gib dir mal einen Trank der Heilung, ich esse mal was. Isst du mal was? Oh, guck mal, oh, okay, jetzt kommen wieder hier diese schwarzen Skelette. Diese Ärsche. Ist das Eis? Oh, guck mal, das ist Eis! Hier. Ja. Cool gemacht, also ich mag das Texture Pack sehr. Was machst du denn da? What the fuck? Achso, du schießt. Das ist plötzlich meine... Irgendwie lädt hier der Chunk gerade extrem langsam bei mir. Ja, das hab ich sonst ja auch immer. Oh, fuck you! Die haben mich in ein Netz ge- oh. So, Moment. Trank der Heilung. Die kommen hier immer plötzlich aus Wasser und so kommen die emporgestiegen. Stell ich mir voll gruselig vor. Stell dir mal vor, du ladest durch die Kanalisation und plötzlich kommt aus der ganzen Kacke und so kommen so kleine Zombie-Kinder. Aber diese kleinen Zombie-Kinder, die kann man hier einfach mal mit so einem Pfeil wegbrechen. Oh, fortest längst ist ein Skelett! Zombie! Ja, ich hänge hier noch ein bisschen rum. Okay, super. Du auch, ja? Ach ja, ist schön. Bisschen schön. Voll gut, weißt du? Zwei Pfeile und dann sind die weg. Den da hinten kriege ich nicht mehr. Oh, sehr gut. Headshot, Beard. Ja, Wäscher mit. Und dann gibt's hier Fettkohle, oder was? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt bestimmt irgend so ein Zombie-Krokodil. Oh, Spinnen! Ih, die sehen ja eklig aus. Guck, wie eklig die sind. Ja. Yep. Ah! Aber die sind echt ekelhaft. Was soll das denn sein, ey? Hat mich ein bisschen an Half-Life erinnert. Half-Life? Wieso? An wen? Nee, nicht an doch an Half-Life. Diese komischen Dinger, die an den Decken hängen. Ist das Half-Life? Ach ja, Half-Life. Ja, das ist Half-Life, ja. So, zumindest die Mäuler. Ja. Ey, dass du hier einfach Kinder schlägst, finde ich ja ein bisschen frech. Die haben es verdient, Mann. Na gut, das ist auch wieder wahr. So, hier hoch, oder was? Sonst ging es nirgends so lang, ne? Na, nacht. Oh, vielleicht gibt's aber hier im Wasser eine Truhe oder so. Oh, das ist ja Kackwasser. Ja. Bloß den Mund zu lassen, ey. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt hier die schlimmsten Krankheiten. Alle Krankheiten, die es gibt. Ja. Also die wir nicht schon haben. Ja, scheiße, ich bin... Oh, fuck. Oh. Hast vergessen aufzutauchen?
Nee, da war auch Eis dann, als ich auftauchen wollte. Schön, schön, schön. Aber so eine Kanalisation ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann in einer Zombie-Apokalypse. Meinst du? Ja, na, ich meine, du hast kein Tageslicht, du weißt nicht, wie spät es ist. Hier sind viele Krankheiten, es stinkt. Das Wasser kann man nicht trinken, aber es ist die ganze Zeit da, das ist doch scheiße. Stell dir das mal vor, ey, die ganzen Zombies, die haben ja auch alle offene Wunden. Ja. Und da geht dieses Zeug, dieses dreckige Wasser geht da rein. Die haben alle Krankheiten, die es auf dieser Welt gibt, ja. Und sind dazu auch noch Zombies. Ja, also haben dann, ey, wenn du dann Zombie-Herpes hast. Alter. Oder Zombie-Pickel gibt es bestimmt auch. Oh, ach, no, du Scheiße. Ich häng hier fest. Ich schieße einfach mal. Ja, mach mal. Weil die hängen da auch fest. Wasser, ne? Wie easy das ist. Ich schieß dich die ganze Zeit ab, tut mir leid. Das sollte übrigens in einer Zombie-Apokalypse auch nicht passieren. Ja, das ist eher ungünstig. Ja. Hopp. Oder in Spinnenweben hängen bleiben, das ist natürlich auch blöd. Ja. So. Ich hab das mal kaputt gemacht.